Oh, Angie. Du hast irgendwas bewegt. Jetzt ist die Brücke weiter erweitert worden. Ich habe jetzt einen Stern und so ein Sonnensymbol mit Punkten drumherum. Mach mal nochmal irgendwas. Und jetzt? Nichts passiert. Ah! Bin gestorben. Oh. Ich werde die Brücke unter mir wegfallen lassen, du Idiot. Auf geht's weiter. Das nächste. Und jetzt? Auch nicht. Welche Symbole siehst du? Sag mal, hörst du nicht zu, oder? Bist du gay, oder? Guck mal, das Sonnensymbol ist in der Mitte, gell? Nein, ist es nicht. Was ist denn das da in der Mitte, dieses Stern? Das ist ein Stern, aber kein Ja, Sonnensymbol. fick dich, alter Manako. Danach kommt dieses runde Ding mit den Punkten. Das ist dann das nächste an der Das Brücke. ist ein Stern. Das ist ein Stern, ey. Ach, ich diskutiere mit dir, Vollidiot, gar nichts. Dumm. Guck einfach, dass du das irgendwie hingeschoben bekommst. Jemand muss an der Brücke stehen und sagen, wo es lang geht. Nein, du bist ein Volldepp. Du musst einfach. Also, hier ist ein Stern und eine Sonne. Ja? Du musst Stern, eine Sonne. Und weiter geht's. Das nächste Symbol. Jetzt Aber was hast du kommt ein gemacht? Mondzeichen. Woher weißt du Du das? Arschloch, wieso lässt du das Ding wieder fallen? Um es die Hurensohn mal nachts. Was hast du? Warum hast du jetzt resettet? Was ist jetzt passiert? Ich bin auf die Sonne drauf und bin dann runtergefallen. Jetzt bin ich weitergelaufen, jetzt kommt Mond hoch. Wenn ich jetzt auf den Mond steige, falle ich runter. Ach, warte mal, lauf mal auf den Stern. Okay, Jetzt bin ich auf die der Sonne gelaufen. ich verstehe das Rätsel nicht, weil sobald du auf was stehst, erscheint bei mir so ein leuchtender Streifen und sobald du was anderes machst, erscheint woanders ein leuchtender Streifen. Jetzt musst du gucken, dass du den Mond als nächstes vor die Sonne hinschiebst. Super, jetzt kann ich auf den Mond drauf. Das nächste Und jetzt? Symbol ist jetzt der Saturn. Super, jetzt steige ich auf den Saturn. Das nächste Symbol sind mehrere Sterne. Super, hast du auch gut gemacht. Das nächste Symbol ist. Guck mal, ich stehe jetzt vor zwei Symbolen. Entweder vor einem schwarzen Loch oder was auch immer das sein soll. Jetzt die Zeichen weg. Oder vor einem Meteor. Eins von den zwei Zeichen. Den schwarzen Loch kann ich nicht bewegen. Ich kann nur den Meteor nach oben bewegen. Ja, mach mal. Aber Nee, du hast. Was hast du gerade eben? Hast du irgendwas bewegt? ja, den Meteor. Den Meteor hast du bewegt. Ja. Jetzt wird mir die Verbindung immer angezeigt zwischen Saturn, Stern und schwarzes Loch. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann das schwarze Loch nicht bewegen. Der Dazu Stern müsste ich den. bewegt den Stern bloß nicht, weil sonst falle ich runter. Ich kann auch nicht den Stern bewegen. Kein schwarzes Loch und Stern nicht bewegen. Ich kann nur den Saturn bewegen und den Meteor. Sonst kann ich nichts bewegen. Ja, das ist kein Meteorzeichen. Das sieht aus wie ein schwarzes Loch, wo du. Ja, du musst immer weiter geradeaus laufen. Was ist dein Problem? Und dann mir sagen, was ich bewegen soll. Schön. Und jetzt? Jetzt müssen wir gucken, dass wir den Meteor bewegen. Das heißt, ich nehme jetzt den Saturn weg. Ja. Passt. Kannst du Wo Saturn? stehst du jetzt? Auf Ich welchem Feld? stehe immer noch auf dem Sternfeld. Ja, aber wenn ich das jetzt bewege, dann fliegst du runter. Was? Das Sternfeld. Nein, sollst du nicht. Du sollst den Saturn bewegen. Den kannst du wegnehmen. Den Saturn Den kannst habe ich gerade bewegt. du. Der ist aber immer noch da. Der ist nicht Ich bewege mal, runtergefallen. warte mal, ich bewege mal den Halbmond. Muss gucken, dass du. Ich bewege jetzt den Meteor. Ja. Nichts ist passiert, oder? Nein. Okay, pass auf.
Ich beweg mal dieses komische Sonnending da. Die zwei Monde bewege ich jetzt mal. Mach mal nix. Ich muss Platz schaffen, dass ich den Meteor vielleicht rüberbringe. Auf jeden Fall muss das Schwarze Loch und das Meteor müssen beide eingehakt sein. Super. Okay. Und jetzt? Jetzt geht's weiter. Jetzt kommt so ein Planet mit. Das sieht aus wie zwei Planeten. Ja, okay. Was muss ich machen? Wo stehst du drauf, auf welchem Feld? Sag mir es, damit ich es nicht bewege. Ich stehe auf dem Feld vom Meteor. Okay, den darf ich nicht bewegen. Also es war der, wo du davor bewegt hast, gell? Ja, warte. Gut, ich kann weiter. Jetzt stehe ich wieder. Hast du auch gut gemacht? Jetzt weiter. Ja. Sonne. Worauf stehst du jetzt? Ich stehe auf dem Mond. Es steht vor mir die Sonne. Die Sonne? Ja. Auf was stehst du? Mond. Also Halbmond. Der Halbmond. Ja. Fuck, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Du kannst alles hinter mir bewegen, aber... Pass auf, ich bewege jetzt mal diese zwei Planeten, ja? Ja, das kannst du mal. Oh nein, jetzt bin ich runtergefallen. Ah, scheiße, jetzt war alles umsonst. Okay, dann müssen wir nochmal von vorne anfangen. Nochmal von vorne. So. Halbmond. Nächstes Symbol ist Saturn. Jetzt Stern, super. Jetzt weiß ich ja wieder hier. Was brauchst du jetzt? Zwei Symbole, Meteor und Schwarzes Loch. Schwarzes Loch hat sich bewegt. Jetzt fehlt noch der Meteor. Hat sich eingerastet, meine ich. Jetzt noch der Meteor muss sich einrasten. Super, jetzt kann ich weiter. Jetzt stehe ich vor zwei Planeten. Gut, jetzt kann ich eins weiter. Jetzt stehe ich wieder vor dem Halbmond. Jetzt kann ich eins weiter. Jetzt stehe ich wieder vor der Sonne. Aber wenn ich die zwei Planeten wieder bewege, dann fällst du runter. Ja, die Sonne ist jetzt noch das Letzte. Aber wenn ich ja, aber ich kann sie bewegen, aber dann passiert nichts. Du fällst runter. Ich kann sie nicht mehr bewegen in die Richtung, wo du sie brauchst. Ich kann nur noch die zwei Planeten bewegen und den Halbmond und die Sonne. Aber die Sonne, egal wohin ich sie bewege, bewirkt nichts. Vorher habe ich die zwei Planeten bewegt. Ich bewege jetzt den Halbmond. Mach. Ich kann sonst nichts anderes mehr bewegen. Mach halt. Oh, scheiße, ich bin runtergefallen. Das heißt, wenn ich die zwei Planeten bewege, fällt es runter. Wenn ich den Halbmond bewege, fällt es runter. Ja, was soll ich machen? Wieso? Wenn ich doch auf den Halbmond stehe, wieso kann das dann rund? Ist doch scheißegal. Ich kann aber nichts anderes mehr bewegen. Die Plattformen, die schweben doch. Ich kann nichts anderes mehr bewegen, da geht nichts mehr. Ich habe auch die Sonne direkt an den Halbmond hingeführt. Ah ja, ist klar, weil der runterfällt, weil der Halbmond ist ja nicht in die Sonne eingerastet. Deswegen fallen die dann beide runter. Ja, aber was soll ich machen? Ich kann nichts anderes mehr bewegen. Also, nächste. Der nächste ist der Halbmond. Der nächste ist Saturn. Sterne. Jetzt wieder die zwei Sachen. Und Meteor. Jetzt hast du das Schwarze Loch bewegt. Jetzt ist das Schwarze Loch eingerastet. Jetzt muss noch der Meteor einraschen. Gut. Jetzt kann ich weiterlaufen. Jetzt stehe ich wieder vor zwei Planeten. Gut. Eingerastet. Jetzt laufe ich eins weiter. Jetzt hat sich der... Sorry, du fällst jetzt wieder runter. Scheiße. Ja, ich wollte was probieren. Du hast geschafft! Ich bin drüben! Jetzt die Frage, wie komme ich darüber? Sie ist verschlossen. Warte, ich habe hier so ein Draht. Was habe ich jetzt gemacht? Die Brücke hochgefahren.
weiter durch, ne? Wo bist du? Bin durch die Tür. Durch welche? Geradeaus, nach oben. Da gibt es so eine Wendeltreppe nach oben. Da kann ich nicht lang, weil die ist versperrt. Da sind Mauern hochgegangen. Ich muss in die untere Türe rein. Okay, jetzt bin ich in so ein... Ich warte, bis ich reinkomme. Ich muss in die untere Türe rein. Bist du rein? Ja, warte, der lädt. Keine Ahnung, was der macht. Das hat bei mir auch länger gedauert. Bei mir hat irgendein Monster gelacht. Ja, dann heißt es, du bist fertig geladen. Jetzt bist du in so einem Raum drin sein. Ich sehe lauter Bücher auf dem Boden. Okay, weil ich stehe vor so... Zahlen drauf. Genau, ich stehe vor einem Brett und unter dem Brett sind Symbole wie Feuer, Wasser, ein Blatt und Strom. Links an den Wänden sind so Blätter, wo dran steht A3 ist eine 2, E2 ist eine 7. Und ja, auf dem Brett gibt es auch Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E. Also das Brett mit 1, 2, 3, 4, 5 und A, B, C, D habe ich auch vor mir. Müssen wir Schiff wahrscheinlich spielen. Nee. Anhand den Blättern? Nee, warte mal. Stell mal da nichts um. Mach nichts. Da hast du noch irgendwas anderes. Ja, die Blätter halt an der Wand. Okay, weil bei mir, ich habe nämlich die Buchstaben auf die Zahlen auf dem Boden. Bei mir heißt es von der 6 auf die 7 zum Beispiel, aber das bringt uns nicht viel. Dann von der 10 auf die 8. Von der 3 auf die 2, von der 5 auf die 1 und von der 4 auf die 6. So, habe ich noch irgendwas hier? Die 2 ist bei mir die A3, steht an der 2. Wand. Die Zahl 2 ist bei mir A3, steht an der Wand. A3 ist bei dir die 2. Ja. Okay, bei mir heißt es von 3 auf 2. Steht da noch mehr bei dir? Ja, da gibt es Zahlen 2, 7, 6, 5, 10. Und auf der anderen Seite steht 9, 1, 8, 3, 4. Okay, das heißt, das ist die Kombination, die ich auf dem Boden habe, was man auf dem Brett bewegen muss. Hast du sonst noch was? Weißt du, was die Blätter, das Feuer und das Blitz ist? Nö. Das habe ich bei mir halt auf dem Boden. Aber was das bedeutet, weiß ich nicht. Ja, das musst du mir halt sagen. Also zum Beispiel direkt am Brett. Wahrscheinlich haben wir das gleich auf dem Boden. Ich bewege jetzt mal irgendwas am Brett. Nein, nein, nein. Hör auf, irgendwas zu bewegen. Dann haben wir nachher Scheiße. Hör auf, Kack zu machen. Hä? Was hast du jetzt gemacht? Du hast einen Blitz hingesetzt. Ja. Angelo, du hast wahrscheinlich noch irgendwas bei dir, was du mir nicht gesagt hast. Guck, du kannst es ändern. Du kannst da lauter so verschiedene Sachen drauf machen. Das Rätsel liegt noch bei dir. Also bei mir heißt, auf dem Boden steht von der 6 auf die 7. Das heißt von der B4 auf die E2. Wasser ist stärker als Feuer. Feuer ist stärker als Blatt. Blatt ist stärker als Strom. Und Strom ist stärker als Wasser. Das sind die Pokémon-Elemente. Das interessiert doch jetzt keinen, was da stärker ist. Nutzt das, was da auf dem Boden steht. Das hat ja einen Sinn. Das ist ja nicht einfach als Deko da. Mach doch mal dieses dumme Scheißdreck da weg, Angelo. Dieses Blatt. Diesen Stein. Nehmt doch einfach mal den Stein von B4 und tue ihn auf E2. Leg mal ein Blatt auf E2. Ich will sagen, was auf B1 ist. Strom. Dann leg mal das Strom auf A3. Leg mal auf A3 einen Strom. Ja, sorry. Nicht B. A. Ja, das gibt. Die Zahlen sind bei mir hier auf dem Boden. Ich habe eine 10 und dann geht ein Pfeil Richtung 8. So, und die 10 ist die B3 und der geht mit dem Pfeil auf die 8. Genau. Das ist die E1. Und wie viele Zahlen sind da bei dir im Kreis? Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Kombinationen. Und jede Kombination zeigt von einer Zahl auf eine andere mit einem Pfeil. Aber ich habe keine Ahnung, was ich da hinlegen muss, weil ich die Muster hier nicht habe. Ich habe kein Blitz, Blatt und Feuer. Das liegt bei mir hier nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einen Weg gemacht. Ach, das heißt die Kombination. Ich muss die Wege machen, aber du musst die Blätter legen. Find einfach raus, was dann wir da für welche hinlegen muss. Leg einfach einen Stein irgendwie auf, keine Ahnung, B4. Und auf
auf E2. Leg einfach irgendwelche Dinger, denn das musst du wissen. Also ich kann nicht das ganze Rätsel für dich alleine lösen. Also Blatt, Wasser, Feuer. So muss immer die Reihenfolge sein. Blatt, Wasser, Feuer. Blatt. Nee, warte. Blatt, Strom, Wasser. Sorry. Ich kann nur jetzt schauen, wer da mit wem irgendwie, glaub, verbunden ist. Ich glaube, das meinen die Pfeile. Okay, also ich kann nirgendwo miteinander verbinden. Du musst also irgendwelche Steine platzieren, dass das miteinander verbinden kann. Genau. Und was, hör auf, da so viele Steine reinzulegen, Mann. Mach nur die nötigsten. Und dann musst du halt die Stärke und Schwäche wahrscheinlich finden. Wahrscheinlich kann ich nur... Also du willst B4 mit E5 verbinden, ja? Ich will... Also, das ist der einzigste Weg hier. So, verbindest die. Jetzt hast du B4 mit E5 verbunden. Ja, okay. Wie du meinst, wir machen es. Das ist jetzt so ein Weg. Ja, aber ich kann es nicht verbinden, weil die Stärke nicht stimmt zwischen den Steinen. So. Ja, aber es geht nicht mit dreimal Blitz. Bist du doof, oder? Ah, jetzt verstehe ich das. Die fünf, die da sind... Das muss alles nachher eine durchgezogene Linie werden. Sieh mal. So. Okay. Nächste. Von B1 auf A3. A3. Ja. Zieh. Nächste. Das wäre dann von von B3 auf E1. B3? B3 ist hier. Oh, es wird unterbrochen, der Strom. Okay. Auf E1. Aber du musst schon ein Blatt machen, ja. Und jetzt noch von B4 auf E2. Nein, 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 nein. B4 auf E2. Wir brauchen da ein Blatt. Okay. Ach, scheiße. Ne, warte mal, da habe ich einen Fehler gemacht. Warte mal kurz, das kann nicht sein. Von 6? Das ist auf 7. Das stimmt, B4 auf E2. Ne, warte mal, ich hab einen Fehler, glaube ich, drin. Warte, was war E5? E5 war die 4. Warte mal, das ist wahrscheinlich die 9. Warte, ich habe einen Fehler drin. Das ist wahrscheinlich die 9, das sieht man nicht richtig. Warte mal, das ist die 4. Auf die 9, also A4. Scheiße. Also, warte. Von der E4 auf die A4. E4 auf A4? Ne, E5. E5 auf A4. Was machst du denn? So, aber wir haben es verbunden, aber da stimmt was nicht. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass E5 ein Blatt ist und auf A4 geht, was schlägt das Blatt? Das Blatt? Blatt schlägt was? Feuer, ist klar. Ja, nicht klar. Was steht auf deinem Ding? Feuer verbrennt Blatt. Also, dann musst du einen Strom auf A4 legen. Wahrscheinlich liegt's daran. Ja, verbinde. Ja, genau so. Jetzt ist nämlich blau. Nische. So, C3, das ist das Feuer auf D2. Was ist Feuer stärker? Wasser natürlich. B1 auf A3. B1? Ja. Blitz.
B3 auf E1. Ich nehme den Fall jetzt Feuer rein. B4 schlägt E2. Typ, der rafft's nicht. Wir haben es geschafft! Ja, herzlichen Glückwunsch, nachdem du wieder den letzten Nerv geraubt hast. Du Hurensohn. Dort unten ist es dunkel. Aha. Dort unten ist es dunkel, ja, schön. Und jetzt? Geh doch da runter. Fick dich, Alter.